Herzlich willkommen zu meinem Erklärvideo aus der Reihe Geschichte kurz und einfach erklärt. Heute geht es um das Kapitel Die Dauer der Epochen vor, während und nach der Neuzeit. Wie immer findest du in der Videobeschreibung Hinweise, wo du den Text bzw. das Skriptum zum Video und Übungsmaterialien finden kannst. Da du das Video auch anhalten, neu starten oder zurückspulen kannst, wirst du ganz nach deinem eigenen Tempo die Inhalte sicher gut verstehen können. Die Dauer der Epochen vor, während und nach der Neuzeit. Die Epoche der Urgeschichte dauerte von den ersten Menschen bis ca. 3000 v. Chr. Die Epoche des Altertums dauerte von ca. 3000 v. Chr. Bis ca. 500 nach Christus. Die Epoche des Mittelalters dauerte von ca. 500 nach Christus bis ca. 1500 nach Christus. Die Epoche der Neuzeit dauerte von ca. 1500 nach Christus bis ca. vor 100 Jahren. Die Epoche der Zeitgeschichte dauert seit ca. 100 Jahren. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Im nächsten Video geht es dann um das Thema weitreichende Ereignisse und Erfindungen des Mittelalters.